Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es ist der Sonntag. Es ist wieder Iserlohn Time. Wir spielen heute gegen die Schwenninger White Wings, Bremerhaven, Düsseldorfer EG und die Nürnberg Ice Tigers. Wir schauen erstmal auf die Topscore. Da ist Seeberg Platz 1, dahinter Taro Jentsch, Dekor, Lopi, Leplor, Florian Elias, der jetzt nicht so gut in Form ist zurzeit, egal. Ziegler, Boland und Nilek. Ja, letzte Folge, reden wir gleich drüber. Erstmal geht's rein ins Spiel gegen die Schwenninger White Wings. Und 1-0 Schwenningen mit dem ersten Schuss nach wenigen Sekunden und Powerplay nicht genutzt. Ja, letzte Folge, Fazit. Und 1-1 Leblanc, 2-1 Ziegler, ganz, ganz stark. Spiel gedreht, ganz schnell geht's. Ja, letzte Folge. Und Neumann 2-2. Powerplay, ich komme gerade nicht zum Reden. Ja, alles gut, Jungs. Holt euch den Sieg, come on, Jungs. Powerplay, lange Powerplay, schade, nicht genutzt. Ich erzähle euch gleich einfach noch das Fazit, das mache ich ja immer in den Spielen eigentlich. Deswegen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal hier auf die Schwenninger White Wings. Steht 2-2, wir haben ein bisschen mehr Schüsse. Hat nichts zu heißen. Zweite, dritte vorbei, 2-2 steht's und Feist wieder. So ein schneller Treffer von Schwenningen. Powerplay nutzen wir, LeBlanc. Zwei Tore hat er geschossen, ganz stark. Es sind halt 11 oder 10 Schüsse mehr von uns. Das müssen wir nutzen. Kommt, Jungs. Die letzten zwei und Elias, ich hab's gesagt. Er ist nicht in Form und macht das Tor. 4-3, bitte holt durch den Sieg, Jungs. Und wir holen uns wirklich diesen Sieg. Überragend. Was ein Kampf. Und wir haben gegen München haben wir es gezeigt. Wenn jetzt... Oh, Lopi ist verletzt. Es kann nicht sein. Wir haben es... Oder ihr habt es gesehen. Wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, checkt die ab. Die war überragend. Die war geil. Wir haben jetzt nicht alles gewonnen. Aber ich sag mal, ihr habt es unten gesehen. Gegen München. Was war da denn los? Genau, überragend, es geht jetzt erstmal rein gegen Bremerhaven, wir sind Platz 9, wir haben uns wieder vorgekämpft, erstmal was ein Game hier, ja, jetzt kann ich natürlich erstmal etwas erzählen, ganz, ganz wichtig, immer in den Spielen ist das so, ja, wir hatten die Spiele gegen Straubing, Mannheim, Wolfsburg und München, wir haben 2 gewonnen, 2 verloren, 1 Overtime verloren, das erste Spiel, ja, war eigentlich ein super Spiel, bis das erste, dritte überragend, zweite auch fast bis zum Ende dann der Gegentreffer. Aber dann geben wir halt ein 3-0 her, gut, Leskis. Wo ist der Prokatin erstmal? Geben wir 3-0 her. Ja, und dann verlieren wir halt in Overtime. Deswegen auch irgendwo gut, dass wir einen Punkt holen gegen so eine starke Mannschaft. Aber wenn wir so geführt haben, hätten wir durchaus wirklich... 2, mindestens 3 oder eigentlich schon 3 Punkte holen müssen. Aber Eishockey geht schnell, wir haben es gesehen. Dann gegen Mannheim. Mannheim war nicht in guter Form. Wir waren überhaupt nicht in guter Form. Mannheim hatte 3 Niederlagen in Folge und wir hatten 6 Niederlagen. Aber wir haben gezeigt, dass wir nicht aufgeben. Kevin Reis war an diesem Tag überragend. Dieser Tag und den Tag fast darauf. Genauso, also die letzten 4 Spiele hält er wirklich sehr, sehr stark, muss man wirklich sagen. Ja, gegen Mannheim haben wir 1-0 gewonnen. Gut, Mannheim ist ein starker Gegner, nicht gerade gut in Form. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass wir Mannheim da etwas ins Loch stoßen konnten, sozusagen. Mit dem 1-0, auch der erste Shutout, glaube ich, für Kevin Reich-Ziegler. Schade. Dann halt gegen Wolfsburg 2-0 verloren. Ja, haben wir vielleicht etwas auch die Chancen nicht genutzt. Hatten viele Chancen, aber ich weiß nicht, wer Torwart Strammeier oder Hannibal Weizmann, Taro Jentsch mit dem Schuss, Ziegler, schade. Aber dann, was war das ein Spiel gegen München? Also von den Schüssen war es ausgeglichen, glaube 39-37, aber wir machen komplett das Spiel, nicht komplett, aber wir nutzen unsere Chancen überragend und das gegen Niederberger. So einen starken Torhüter, Achtung, erstmal Uhr mit der Chance, starker Pass auf Mauermann 1-0.
War sein Konter, war sein Abschluss. Schade. Ja, und dann sind das wichtige Punkte jetzt gegen Schwenningen. Richtig guter Start. Aber jetzt geht's auch rein. Hier, so richtig gegen die Fichter und Pinguine, die jetzt gerade mit einem guten, starken, schnellen Konter 1-0 führen. Und Nierleck auf Boland. Oh, das ist 1-1, Rutkowski. Ganz, ganz stark. Nutzt den Rebound. Und das ist diese dritte Reihe, glaube ich. Nierleck, Rutkowski und Boland. Genau. Die zurzeit, also Nierleck, fällt mir extrem, extrem auf. Nicht, weil er so groß ist, sondern allgemein. Boland jetzt war jetzt noch nicht so krass, aber Rutkowski auch wegen seiner Schnelligkeit natürlich. Und harter Check da. Rutkowski auf Nierleck. Nierleck nochmal. Rutkowski, schade. Die Rebound-Chance war da. Und Maxim Rausch, Achtung, das war ein bisschen aggressiv von Maxim. Urwerlitsch, ganz, ganz stark. Maxim Rausch. Ganz, ganz stark von Maxim Rausch. Ja, Sita, Akurus. Jenike muss da, vielleicht hätte er rauskommen können. Friesen, starker Pass. Auf Patch Olber. Olber, Patch Olber, der eigentlich gar nicht mehr bei denen ist. Ja, Kurus mit dem Aufbau auf Maxim Rausch. Maxim Rausch macht das ganz, ganz stark. Setzt sich da gut durch, spielt tief. Und da ist Bruder. Ubekile verliert den Puck. Und Shell mit dem Gegenkonter. Shell neben das Tor. Ganz, ganz stark. Für uns natürlich. Ganz, ganz stark, dass er den nicht aufs Tor bringt. Ist auch ein Wunder. Aber wir, es steht 1-1. Ich wollte jetzt gerade nicht sehen, dass sie mit dem einen Schuss das Tor gemacht haben. Aber das gehört dazu. Alles gut, Jungs. Wir machen ein starkes Spiel und hoffentlich können wir uns weiterhin belohnen. Und vielleicht 3 Siege und dann ist das auch wieder richtig gut, muss man sagen. Auch danach ist noch lange hin, ne, muss man sagen. Aber das wäre schon mal gut für die Fans natürlich und für uns selber. So 3 Siege in Folge. Da lässt sich auch einfacher spielen. Und das war ganz knapp. Elton. Ubekile. Und man muss halt auch sagen, dass Lapuy ausgefallen ist. Jetzt mindestens das und bestimmt noch das gegen Düsseldorf. Und man muss das sehen. 4 Stammspieler fehlen. 4 Stammspieler. Und wir, das ist auch nicht vielleicht gerade so das Wunder, dass wir da auch 6 Niederlagen hatten. Es waren natürlich dann noch nicht alle weg, aber ich glaube schon 2 oder 3 und das ist halt auch nochmal ein Unterschied und da muss man erstmal klarkommen und ich glaube, jetzt sind wir gut klargekommen und jetzt Ziegler mit dem Gegenkonter. Wir haben eine 2 Minuten Strafe nämlich erhalten. Ziegler, Gutlewskis hat den Puck. Ich habe ihn nicht gesehen. Und Trevelyan, Rausch, harter Check von Rausch, aber alles fair anscheinend. Ubekile auf Boland vertendet da den Puck und Trevelyan mit dem Aufbau auf Mauermann, harter Check wieder von Rausch. Boland und der Puck geht raus, wichtig, Boland mit dem 2 auf 1 Konter. Boland auf Bruder, der Schuss war zu tief. Boland, Bruder, entschuldigt, schade, dass der Pass da nicht rüberkommt. Mauermann mit dem Aufbau nochmal, Mauermann, Konrad Trevelyan und Bruder muss da ran. Irgendeiner muss bestimmt gleich den Schuss blocken und das ist Kurus. Aber das war auch ein ganz, ganz wichtiger Block, dieser Block von Kurus, wollte ich sagen. Ist ganz, ganz wichtig auch, sich in die Schüsse etwas reinzuhauen. Und hier, wir sehen es, die Fangquote von Kevin Reich, die war glaube ich bei 3,69. Und jetzt ist sie auf 2,7. Er hat eine Quote von 0 Siegen, 3 Niederlagen. Und jetzt ist es bei 3 Siegen und 4 Niederlagen. Also das ist auch Kevin Reich gerade in überragender Form. Und Virtanen wird gelegt. 2 Minuten nochmal gegen uns. Ja, und jetzt ist es ein 5 gegen 3. 14 Sekunden lang. Bulli ist jetzt ganz, ganz wichtig. Rutkowski, kann er jetzt gewinnen gegen Jeglitsch? Nein. Und Grönlund, Urbas, Burkista 1-1. Sind wir wenigstens jetzt komplett.
Das wäre ist jetzt die Frage. Burkis, er macht das 2-1. Dumme Strafe da von uns. Sind wir komplett? Nein, was? Es war bestimmt bitter. Ganz, ganz bitter. Aber so ist das. Und Broda auf LeBlanc. LeBlanc, schade, Burkis, er macht das stark. Broda kommt gut dazwischen, aber Virtanen, er kämpft sich da den Puck. LeBlanc kriegt den Check nicht und 3-1. Jeglitsch macht das ganz, ganz stark und das ist mit 4-5 Schüssen. Ja, wir schauen mal ganz kurz drauf. Ja, okay, mit 8 Schüssen. 3 Tore. Das ist jetzt halt wieder schwach von uns. Auch die Strafen. Also die Strafe, die letzte, die ist halt unnötig gewesen. Sag mal so. Karajdov, Achtung, wieder. Ja, der konnte aber Ziegler. Weil Karajdov ein Katastrophenpass spielt. Ziegler! Schade. Emminger hat den Puck. Emminger auf Karajdov. Und Schell. Schell ganz, ganz stark von Taro Jentsch. Spielt auf Ziegler. Sven Ziegler. Ja, Gudlewski hat ihn erstmal. Florian Elias. Ziegler, ja, das war nicht ganz so gut, da wechseln zu gehen. Aber Ziegler mit dem Aufbau nochmal. Ziegler auf Seeböck, aber der Puck wird da vom Schlittschuh in die falsche Richtung geleitet. Und Karajdov setzt sich da ganz, ganz stark durch gegen 2. Iserlohner und Elliott. Elliott, Del Call, Gudlewskis. Burkisa. Del Call macht es stark. Seeböck, ja, wir scheitern da. Weil wir da nicht langkommen, sozusagen. Schade. Grönlund mit dem Aufbau gegen Quas. Quas muss den Check da wahrscheinlich nehmen. Nimmt er auch, aber er kann trotzdem tief spielen. Aber Seeböck mit dem Aufbau. Seeböck kommt auch durch. Seeböck überragend gemacht. Aber auch gut gestört. Kommt da nicht hundertprozentig zum Abschluss. Nierleck. Wichtig. Quas, Rutkowski, harter Check gegen Rutkowski. Trevelyan, Nierleck muss den Pass wegnehmen, macht das. Und holt sich da auch irgendwie den Puck. Rutkowski auf Boland. Boland auf Rutkowski. Schade. Da war nämlich Maxim Rausch noch. Und das gibt wieder eine Strafe gegen uns. 2 Minuten Beinstellen. Okay. Okay. Kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich kann nur sagen, es ist bitter. Broda geht hinterher, vielleicht nochmal irgendwie den Schuss durch einen guten Vorcheck. McKenzie. Und das ist dieser gute Vorcheck. Janke spielt auf Maxim Rausch. Und der Fischer und Pinguin-Spieler blockt den Schuss. Das zweite Drittel ist vorbei. Wir liegen 3-1 hinten. Müssten jetzt natürlich noch mal etwas mehr dann irgendwann investieren. Mehr in die Offensive. Aber wir werden versuchen, jetzt in Unterzahl irgendwie zu treffen. Natürlich erstmal ohne Gegentor bleiben. Erstmal das. UB Kiel. Ganz, ganz stark. Aber sie erkämpfen sich irgendwie den Punkt. Virtanen wichtig. Dass mir Virtanen da auch stören. Und UB Kiel. Was war das denn? Entgegengehen, Junge. Virtanen, McKenzie, Cord, Conrad, Urbas und was ein Schuss. Kann Kevin Reich auch nichts halten. Was ein Schuss von Jan Urbas. Ist das vielleicht die Entscheidung? Ist das vielleicht die Entscheidung gegen Fishtown, die uns hier eiskalt bestrafen? Und LeBlanc auf Delcord Gudlewskis. Der lässt halt auch nichts anbrennen. Der ist so ruhig da hinten drin. Überragt McKenzie. Grönlund Deglitsch. Wichtig. Ganz, ganz stark verteidigt. Nils Elten wird gelegt. Wird dann gleich eine Strafe geben. Ja. 2 Minuten kriegen die Fishtown Pinguins Beinstellen. Und jetzt Florian Elias, Seeböck, Janke, Elliott und Boland in der Powerplay-Formation 2. Seeböck. Ja, spielt
auf Boland, aber was war das für ein Pass? Boland mit dem Aufbau. Boland. Kommt gut rein. Boland versucht es mal, aber gut, Leskis. Mit dem Safe. Wir werden dann auch wahrscheinlich erstmal in die erste Reihe dann nochmal versuchen zu gehen. Torhüter ziehen ist mir etwas in den Kopf gekommen, aber ich glaube, das ist nicht so schlau. Werlich, bring den Puck erstmal raus. Boland mit dem direkten Aufbau auf Seeböck. Seeböck auf Florian Elias. Schade. Und da werden wir jetzt wechseln. Wir werden wechseln gegen Boland. Ich will aber den direkten Aufbau hier. Boland. Auf LeBlanc. Ah, der Call kommt nicht ran. Schade. Schade, schade, schade. 15,58 sind noch zu gehen. Um hier den Sieg oder erstmal den Punkt zu holen. Rutkowski. Ganz, ganz stark Rutkowski auf Ubekile, auf Deckhorn. Und Patch Orba fällt ihn erstmal etwas selbst ab. Ubekile auf Deckhorn. LeBlanc, schade. Gudlewskis Wahnsinnsarbeit mit dem Stick. Deckhorn, jetzt haben wir sie. Rutkowski auf LeBlanc, schade. Kriegen sie den Puck raus, Colt Conrad. Werlich. Und der Puck geht wirklich raus. Aber sie können nicht wechseln gehen. LeBlanc. Auf Deckhorn. Patch Olber. LeBlanc. Deckhorn. Tarjens. Auf. Ja. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Ubekile holt sich den Puck. Deckhorn. Deckhorn zieht nochmal ab. Aber dieser Schuss war etwas sinnlos. Patch Olber. Macht das ganz, ganz stark. Ganz stark von Delcor. Und jetzt haben wir sie wirklich mal im Dritte. Taro Jentsch. Taro Jentsch auf Ubekile. Taro Jentsch. Wir kriegen nicht den guten Abschluss. Querkreuzer. LeBlanc kommt nicht ran. Werlich. Und Patch Olber. Und jetzt können sie sich befreien. Ziehen sogar noch den Konter. Werlich. Rutkowski. Wichtig. Und jetzt der Konter. Ubekile. Ja. Taro Jentsch ist da. Taro Jentsch. Schade. Taro Jentsch auf Ubekile. Starker Pass auf Taro. Der wird da gut gestört. Taro Jentsch wird Tane. Und dann nehmen wir eine Strafe. Das ist das, was ich meine. Wir können nicht in einer Phase dann Beinstellen nehmen. Auch nicht an der Bande. Das ist sowas. Wir hatten gerade Fischtown so fest im Dritte. Sie konnten nicht mal richtig wechseln gehen und wir nennen da eine Strafe, weil wir wissen, dass sie halt auch drei Powerplays hatten und alle genutzt haben. Urbas, Virtanen, Burgisa, Virtanen, Burgisa. Tic-Tac-Toe spielen sie hier mit uns. Und haben sich direkt festgesetzt und zwei, drei gute Chancen direkt gehabt. Kurus kann sich da nicht befreien, Grönlund. Urbas und es ist der vierte Powerplay-Treffer. Und das ist, was ich gesagt habe. Mann, da machen wir unser Spiel komplett kaputt und dann ist verdient, dass wir da verlieren. Wir können nicht in so einer Phase da die Strafe nehmen. LeBlanc nimmt den Verteidiger als Blockade, Broda. Und, Gudlewskis. Slide drüber und hat den Puck. Sieht so easy aus. Es sieht so easy aus, was er hält. Und der Schuss kommt nochmal. 5-1. Gewinnen die Fischtown Pinguine. Am Ende eiskalte Fischtown Pinguine. Leider. Man muss es leider so sagen. Verdient. Einfach weil sie überragendes Powerplay rausgespielt haben. Aber Jungs. Lobby ist back. Und jetzt gegen die Düsseldorfer EG. Und leider verlieren wir hier das Spiel mit 3-2. Knapp, sehr, sehr knappes Spiel und leider verlieren wir es. Leider muss man so sagen. Es gibt gute Neuigkeiten. LeBlanc und Jenike sind zurück im Kader. Ja, und jetzt Nürnberg. Jetzt spielen wir gegen die Nürnberger Eisackers. Ein starker Gegner. Powerplay jetzt wir. Vielleicht
Schade. Es wäre durchaus eine gute Chance gewesen, sie gleich zu nutzen. Nürnberg, wieder wir, Überzahl. Wieder wir, Jungs, sowas müssen wir echt nutzen. Aber natürlich auch Nürnberg kann ihre Überzahl nicht nutzen. Ist dann in der anderen Hinsicht wichtig. Und wieder Powerplay Nürnberg nicht genutzt. Und aber jetzt Usdorf macht das 1-0. Wieder Powerplay, wieder Powerplay. Nürnberg 2-0, Usdorf. Er macht das ganz, ganz stark. Und macht 2 Treffer und wir liegen wieder hinten. Wir hatten 3-4 Powerplay-Situationen. Elliot 2-1. Und Nürnberg. Wie oft haben die bitte Powerplay? Komm, 10 Minuten jetzt. Wir vielleicht mal eins nutzen. Wieder Nürnberg. Und irgendwann wird es noch fallen. Kommt, irgendwie. Irgendwie, Jungs. Irgendwie. Ja, Bowlen 2-2. Und wir holen einen Punkt in Nürnberg. 2-0. In Iserlohn. Und wir holen uns den Sieg. LeBlanc macht den Entscheidungstreffer. Der entscheidende Treffer, ganz, ganz wichtig. Platz 11, punktgleich mit Platz 10 und 12. Und wir sehen, Berlin ist 9. Es ist alles auch noch eng. Auch bei Panda, die sind ja überragend. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und schaltet gerne ein zur nächsten Folge am Freitag und ciao.